Liebe Leute, wir spielen weiter mit Civilization 6 und mit unseren Creep. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Wir sind auf Twitch unterwegs und zeichnen dort auch für YouTube. Nächste Ausrichtung, die wir uns holen. Ja, das könnte überlebensnotwendig sein. Nationalismus. Da könnten wir nämlich auch so Kurs bilden wie der Montezuma und seine Azteken. Das heißt, zwei Einheiten vom selben Typ stapeln und zusammenschweißen. Gilt auch für die See. Wir könnten die beiden Karavellen, die wir im Augenblick haben, zu einer Flotte zusammenschweißen. Wenn wir einen Krieg erklärt hätten mit einem offiziellen Kriegsgrund, ginge das schneller. Haben wir nicht, wenn wir auch so schnell nicht bekommen. Wir spielen ja auch friedlich. Trotzdem, Nationalismus wäre cool. Was ich außerdem verdammt gerne hätte, also holen wir uns erstmal das Färbemittel. Weil die Leute im Chat die ganze Zeit schreiben, Färbemittel, Färbemittel, Färbemittel. Das war gerade ausgelaufen. Holen wir uns. Genau. Nationalismus wäre cool, aber was auch super cool wäre, wäre endlich den fehlenden letzten Gouverneurstitel zu holen. Und dafür gibt es Zeitalterpunkte und die siebte Gouverneurin Armani kann man in der Stadt platzieren, wo sie 4 Wohnraum bringt, 2 Annehmlichkeiten. Dank unseres Regierungsplatzes, der entsprechend ausgebaut wurde. Es ist die Frage, wo versteckt sich der 4. Titel? Wo ist der? Gibt der Feudalismus, ist ja hier, ist mit dem Feudalismus ein, den haben wir uns nicht geholt, weil der in der Sackgasse steckte. Ist der Feudalismus verbunden mit einem weiteren Gouverneurstitel? Nee. Da müssen wir uns darüber schon mal keine Sorgen machen. Wir bekommen auf jeden Fall in 7 Runden einen. Wenn das Außenministerium gebaut worden ist, der gibt auch einen. Insofern ist das jetzt nicht so schlimm, dass wir im Augenblick keinen sehen und auch nicht wissen, wo noch einer ist. Irgendwo hier ist noch einer. Also hier ist natürlich einer. Da ist er auf jeden Fall. Auch das spricht für den Nationalismus. Humanismus, da könnte man Taj Mahal bauen, aber ich weiß nicht. Wir sind immer noch im Ausbau unserer Städte. Wir lassen Weltwunder weiterhin links liegen. Theokratie brauchen wir nicht. Aufklärung. Noch mehr Annehmlichkeiten. Ich würde tatsächlich auf den Nationalismus gehen und gucken, was wir da freischalten. Feudalismus, Jim Rayner gibt die +2 Aktionen für die Handwerker, ja. Da hatten wir letztes Mal ganz lange drüber diskutiert. Ja, Richtung Nationalismus, alternative Feudalismus nachholen und sich die Karte holen, die die Aktionen bringt, die extra Aktionen für die Handwerker, hier rüber. Aber ich bin echt dafür, den Kurs durchzuziehen und Richtung Nationalismus zu gehen. Eine neue Regierungsform verfügbar. Wir wechseln jetzt von der Monarchie in die Handelsrepublik. Uns muss nur eine Sache klar sein. In dem Augenblick... Ja, das nochmal. Wenn der Bau des Außenministeriums beginnt oder wenn er abgeschlossen wird, dann bekommen wir ja eine Vermächtniskarte. Die Art der Vermächtniskarte, die wird, glaube ich, eingeschweißt bei Beginn des Baus und nicht beim Abschluss, oder? Da steht's auch. Also ich habe im Kopf, es ist egal, ob wir jetzt nochmal die Regierungsform wechseln oder nicht, das Außenministerium, wenn es fertiggestellt ist, gibt uns die Vermächtniskarte für die Monarchie und nicht für die Handelsrepublik. Sir Veteran im Chat, habe ich das richtig im Kopf? Bitte mal Bescheid geben. Habe ich das so richtig im Kopf? Echte Frage für die Sith-Experten hier. Valentin meint ja, Jens meint ja. Also ich glaube, so ist es. Dann ist das völlig egal für unsere Frage, mit welcher wir weitermachen. Mit welcher Regierungsform. Den Wohnraum brauchen wir, die Einflusspunkte sind cool, aber ein klares Ja. Danke, Vigor, für nichts. Also ich würde die Regierung wechseln. Dann gehen wir rauf zur Handelsrepublik. Brauchen wir die beiden... Wie stehen wir total auf Militärkarten im Augenblick? Oh, wir haben im Augenblick nur eine Wirtschaftskarte. Würden wir überhaupt eine zweite Wirtschaftskarte haben wollen im Moment? Nein. Wir haben keine richtig wichtige zweite gelbe Wirtschaftskarte. Oh, etablierte Gouverneure.
Mit zwei Beförderungen, davon haben wir nicht so viele. Wir haben keine Theaterplätze, wir bauen keine Wunder, wir haben kaum Handelszentren, wir haben gar keine internationalen Handelswegen, wir bauen keine Handwerker. Das wird uns gerade mal 5 Gold, nur 20 Gold nur mehr geben. Der Dreieckshandel, Karten kaufen, Glennefelder kaufen machen wir auch nicht. Medinaviertel, wir haben kaum Städte mit 3 Spezialbezirken, der eine Produktionspunkt ist mittlerweile nicht mehr viel wert. Hey, wir machen es gar nicht. Wir haben gar keine coole zweite Wirtschaftskarte. Also wegen 20 Gold mehr mache ich das nicht. Da sehe ich nicht ein. Dann müssen wir auf eine dieser Karten hier verzichten, weil wir einen Platz weniger hätten. Die finde ich alle, jeder einzelne cooler. Die Rekrutierung, da ist die Frage, wie viel Geld wir dabei sparen. Das wäre eine Option. Einheitenunterhalt, ein Gold pro Runde unter Einheit. Wie viele Einheiten haben wir im Augenblick? Steht, müssen wir einmal durchzählen. Da zählen nur die, die auch ein Gold mindestens Unterhalt kosten. Die Bogenschützen kosten Unterhalt. 4. Der Okeschitaf, glaube ich, keinen. Armbrustschützen, 5, 6, 7, 8, 9. Krieger nicht. 10, 11. Die Karavellen, 11. 11. Wir sparen nur 11 Gold dadurch. Da können wir die rausnehmen. Da können wir die problemlos rausnehmen. Dann schmeißen wir die Rekrutierung raus, lassen die Bediensteten. Ach, wir brauchen die plus 5 gegen die Barbaren eventuell. Wenn wir dann gleich im Kampf sind. Aber wir holen jetzt erst den Nationalismus. Die Rekrutierung mit den plus 11, die sind, ist lächerlich. Wir wechseln die Karten. Es kann sein, dass die Karavellen mehr als ein Gold kosten, egal, aber die Karte zieht ja nur ein Gold pro Einheit ab, egal wie hoch der Unterhalt ist, die Einheit hat. Es geht immer nur ein Gold runter. Ja? Also schmeißen die Rekrutierung raus. Dazu kommt auch noch die Frage, bei der Handelsrepublik-Chat wirft es auf, wie hoch das Gold ist, das wenn Städte mit etablierten Gouverneur ist. Da müssen wir rechnen, da müssen wir gucken, wo ist einer etabliert. Die Produktion für Bezirke sind cool. Ach komm, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wechseln die Regierungsform, wir gehen rein in die Handelsrepublik. Basta. Lassen die drin. Oh, wir haben auch zwei Grüne jetzt. Wie viele Gesandte haben wir vergeben? Nur 15. Ach, Scheibenkleister. Oh, hätte er vielleicht auch nicht wechseln sollen. Jetzt fehlt uns eine coole Karte. Auf welche ist gerade rausgeflogen? Welche ist gerade rausgeflogen, Leute? Wie viel ist rausge... Welche Karte ist gerade rausgeflogen? Das republikanische Vermächtnis ist rausgeflogen und die war echt heftig. Das war keine gute Entscheidung. Ein Wohnraum, eine Annehmlichkeit raus und heimischen Handelswegeboost, das war eine Schnapsentscheidung. Lieber Chat, Blitzdingsgerät wird gezückt. Das war keine gute Entscheidung. Ich bin lernfähig. Blitzdingsgerät wird gezückt. Bitte alle mal ins Licht gucken gleich. Das war keine gute Entscheidung. Alle ins Licht gucken, bitte. Neue Kräfte brechen hervor, aus dem Lauf der Musketen und als Feuerblumen am Himmel. Und auch die stillen Worte der neuen gedruckten Werke sind Vorboten der Veränderung. Die Welt, die einst so riesig und geheimnisvoll erschien, ist kleiner geworden, vertrauter. Doch weiter gilt, dass Fragen offen sind, der Glaube sich bewähren muss und nationale Identitäten entstehen. Poundmaker, ihr tragt das Schicksal der Cree, ohne euch zu beklagen. Niemand. So, im Augenblick haben wir Wir dürfen nicht 122, aufhören zu. 126 Gold. Eben hatten wir die Karte gewechselt, hatten danach mit den neuen nur noch 114 Gold.
Vielleicht mit einer anderen geht es nochmal hoch. Also mehr Geld als vorher haben wir sicher nicht dadurch. Ne? Das wird im Chat gerade in Frage gestellt. Dann wird im Chat diskutiert über das Thema Annehmlichkeiten. Wir bräuchten die gar nicht. Das sehe ich anders. Also wir haben noch nicht alle Städte glücklich. Insofern, wir tänzeln so knapp drunter. Wir haben auch Bevölkerungswachstum teilweise rasant durch die Schutzgebiete. Also ich finde die Entscheidung völlig korrekt, dass wir sagen, Handelsrepublik machen wir jetzt noch nicht. Das heißt, von den Karten bleibt alles genauso, wie es ist, weil so ist es im Augenblick perfekt. Wir könnten diskutieren über Rekrutierung raus und plus 5 Kampfstärke rein, weil das sind nur 4 Geld Unterschied. Wenn wir der Meinung sind, dass wir in den nächsten 12 Runden keinen Kampf haben gegen Barbaren. Wenn hier oben die Barbaren dagegen rüberkommen, Richtung Bulaska, die haben anscheinend da oben schon einen Missionar kaputt gemacht. Oder wenn die Barbarenschiffe hier kommen, dann freuen wir uns über die 5 im Kampf gegen Barbaren. Also ich würde sagen, wir verzichten mal auf die plus 11 Gold durch die Rekrutierung und nehmen stattdessen vorsichtshalber die Disziplin rein. Ja? Okay? Wird so gemacht? Rest bleibt, wie es ist. Hat sich so bewährt. So. Ein Händler von hier nach Schutzwalde 7.3. Mazatev braucht vor allem viel Nahrung. Gibt ein riesen Nahrungsproblem da. Hier erwarten wir. 2 Runden wird rebelliert. Einmal hier hin. Defensiv gute Position. Der bleibt hier oben stehen. Haben wir in jeder Stadt eine Einheit platziert, wird im Chat gefragt. Das könnten wir auch nochmal checken, weil wir bekommen plus eine Annehmlichkeit für jede Stadt, in der eine Einheit ist. Das haben wir im Augenblick nicht. Wir schicken den Okitaf hier mal rein. Danke für den Hinweis im Chat. Kam von Kanasta. Danke dir. Gut mitgedacht. Hier ist eine. Da oben ist auch keine. Hier ist auch keine. Da ist eine. Dann schicken wir mal einen Krieger, weil er kann hier eh nichts mehr kamellen. Wie er mir in Köln sagt. Nach Raupenpower. Und den Kollegen können wir hier hinschicken. Oder nach Schutzwald, das reicht auch. Dann könnten wir einen noch runterschicken. Hierhin. Und den hier hin, weil ich glaube, die sind viel zu schwach für die Einheiten, die in St. John gleich entstehen werden. So, er ist etabliert. Jetzt können wir hier einmal roden. Oder hatten wir schon gerodet? Wir hatten schon gerodet. Eine Aktion bleibt übrig. Hier soll ein Mekewap hin. Und da oben soll eine wilde Ressource hin. 3 Aktionen. Da soll auch ein Mekewap hin, hatten wir gesagt. 2 Bonusressourcen daneben. Dann geht's hier rüber, bitte. Eine Mine. Temporär. Stattdessen ein Mekewap für einen Wohnraum und 2 Produktionen mehr. Das ist ja spannend. Die Mine gibt 2 Produktionen und das Mekewap gibt 2 Produktionen. 2 Produktionen. 1 Produktion. Ach, oder haben wir gerade irgendwas freigeschaltet im Tech Tree, dass die Mekewaps mittlerweile mehr Power drauf haben? Öffentliche Verwaltung. 1 Produktion mehr. Toll, die Mekewaps geben ab jetzt 1 Produktion mehr. Da sind die ja cooler als die Minen im Augenblick. Und Wohnraum kriegen wir auch noch. Von hier vorne, neben der Bundesressource, davon profitieren wir im Moment noch nicht. Aber später werden die Mekewaps mit einer weiteren Beförderung eine Nahrung bekommen, wenn sie neben einer Bundesressource sind und nicht mehr gegen 2. Naturschutz ist die Errungenschaft, die dauert allerdings noch lange.
Cool, wie gut, dass wir geguckt haben. Eine Runde weiter. Stammesdorf entdeckt, ja, bis er das sind. Gouverneur etabliert in Bulaska. Auch fein. Gibt zwei Annehmlichkeiten, vier Wohnraum vor Ort. Wo ist Magnus? Magnus ist hier. Wollen wir den auch woanders hinschicken? Soll er woanders zum Roden noch hin? Hallo an Avok. Danke dir fürs erste Abo. Hi. Wollten wir den noch woanders zum Roden hinschicken? Und wollten wir in Bulaska noch etwas roden? Wir hatten gesagt, hier oder hier roden wir. Könnten wir ihn schon wieder, könnten wir ihn von Moksha wegschicken. Werden wir hier zwingend roden? Die Stadt hat jetzt schon eine Produktion von 25, das muss nicht sein. Wir lassen den etabliert, lieber etabliert hier vorne vor Ort. Auf Dauer wäre es gut, Magnus mit einer weiteren Beförderung in Schutzwald stehen zu haben. Denn mit der dritten Beförderung, die er bekommt, da gibt man üblicherweise die Überschusslogistik. Handelswege, die in der Stadt ankommen, geben nochmal zwei Nahrung mehr. Und Schutzwald ist das Zentrum unserer Handelswege. Also wir könnten auch jetzt schon sagen, zieh rüber von Cretel nach Schutzwald. Da ist auch gar kein Gouverneur vor Ort. Der wird auf Dauer sowieso viel, viel wirkungsvoller sein. Bin ich eigentlich sehr für. Machen wir. Dann haben wir die Option, diese Beförderung sinnvoll auszugeben. Chat stimmt auch zu. Eine Runde weiter. Oh, schon wieder eine Dürre in unserer Hauptstadt. Haben wir das Aquädukt mittlerweile fertiggestellt? Das hilft uns dabei ein bisschen. Heureka für die Astronomie. Steht das Aquädukt hier? Ja, das mildert die Folgen. Das heißt, die Dürre findet weiterhin statt. Die Dürre plündert weiterhin irgendwas, was drauf ist. Aber es gibt ja während der Dürre kleinere Nahrungsmali. Da geht irgendwie eine Nahrung runter und die Fallen, die gibt es nicht, wenn das Aquädukt da steht. Also so ganz stark ist das Aquädukt in Bezug auf eine Dürre eigentlich nicht. Jetzt bräuchten wir hier einen Handwerker zum Reparieren. Toll! Und haben keinen. In einer Runde wird hier rebelliert. Sehr spannend. Haben wir einen Handwerker, der mal schnell dorthin zieht und repariert? Im Moment nicht. Wie sind die Bürger verteilt in immer weiter? Passabel. Also echt die mieseste Hauptstadt, die wir je hatten. Was eine Katastrophenhauptstadt hier. Mittlerweile wächst die Stadt ganz doll, die Yamazotev, wegen Händler. Ich überlege mal gerade, ob wir uns eventuell die Weizenressource zurückholen sollten. Wir sind genau bei plus minus null. Yamazotev, Uni fertig. 66 Produktion mittlerweile, schön. So, Bezirke bauen. Ja, Bezirke bauen. Wir haben einen Bezirksüberschuss, ein Bezirkslimit von zweien. Das ist komplett ausgefüllt. Wir können in fünf Runden, da kommt der siebte Bürger, einen weiteren Bezirk bauen. Vorher nicht. Ausnahme Aquädukt, weil die werden nicht angezählt auf das Bezirkslimit. Einen guten Platz fürs Aquädukt haben wir nicht, brauchen wir nicht. Dann bauen wir in der Zwischenzeit. Ah, solange das Weizenvorkommen ja angeschlossen ist, wird die Wassermühle sogar noch eine extra Nahrung von da oben geben. Zwei Nahrung, eine Produktion. Da können wir auch den Kornspeicher dahinter mit durchziehen oder wir schienen einen Handwerker dazwischen. Brauchen wir hier Handwerker? Ja, beim schnellen Bevölkerungswachstum auf jeden Fall. Ah, Kommando zurück, alles wieder weg, ein Handwerker. Handwerker wollten wir eigentlich in Liang bauen oder kaufen. Machen wir hier. Brodaxbucht, Monument ist da. Wohnraumprobleme haben wir keine. Diplomatenviertel. In einer Runde sind wir klüger. In einer Runde sind die rebelliert, dann Diplomatenviertel. Bis dahin können wir irgendwas anderes anbauen.
Also der nächste Bezirk ist der... Ist, wir können nur einen bauen, wäre das Diplomatenviertel hier, es sei denn, wir stellen fest, St. John fällt nach der Rebellion in einer Runde zu uns und bringt dieses Diplomatenviertel mit. Wohnraum brauchen wir nicht. Wir können die Wassermühle beginnen. Wir können auch hier den Handwerker bauen oder anbauen. Wir bauen auch hier einen Handwerker an. Habe ich den gerade gekauft? Habe ich mich gerade verklickt und den verkauft? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe gerade einen Handwerker gekauft. Ich wollte ihn bauen. Ich wollte ihn bauen. Ich wollte ihn nicht kaufen. Jetzt lade ich nicht nochmal neu. Das ist jetzt die Folge nach 4,5 Stunden Stream. Da muss ich durch. Da muss ich nicht jeden Fehler zurückmachen. 4,5 Stunden hier unterwegs. An dem langen, langen Freitag. Da darf das passieren. Er ist Meckewapp. Oh, beim Roden. Ach, wir wollten hier roden, ne? Noch ein Fehler. Hätten wir Magnus 2 Runden hier behalten, Meckewapp setzen, hätten wir noch die Rodungserträge hier mitgenommen. Das darf doch nicht wahr sein. Meckewapp geht hier gar nicht. Doch. Wir müssten erst roden, dann Meckewapp. Warum können wir hier keinen Meckewapp hinsetzen? Klar, der Wald muss weg, aber ich dachte, das könnte man direkt überbauen. Ebene Hügel geht doch. Ist das deshalb, weil wir noch einmal extra roden müssen? Das wäre komisch. Hügel ist kein Argument. Also auf Hügel gehen die nach meiner Erinnerung. Das Roden wird extra angezeigt. Ach, ich ärgere mich gerade sowas von schwarz. Ja, wir bräuchten den Wohnraum hier. Ach komm, dann roden wir halt jetzt so einmal. Zack, wird einmal gerodet. Es sind ja nur 50%, die uns fehlen. Vielleicht wird das Schutzgebiet früher fertig. Ja. Schutzgebiet ist fertig. Ein Teil geht noch in die Stadtmauer rein. Danach geht's bitte weiter. Mit dem Hain. Ja? Komm, müssen wir durch. Vor allem ich. Ich schaue auch weg. Danke an Tante Mimi. Dann in Schutzwald selber ein Händler. Den brauchen wir aber nicht. Schutzwald hat einen Nahrungsüberschuss von 7,7. Der reichte eigentlich aus. Welche Stadt braucht noch einen Händler? Immer weiter, ne? Gibt es von immer weiter einen Händler, der raufführt nach Schutzwald? Keinen. So ein von immer weiter nach Schutzwald, damit die Stadt geboostet wird. Was wünscht ihr euch? Bullion? Ach, Grand Bullion. Grand Bullion hat, glaube ich, einen Händler. Nee, hat keinen. Ja. Stimmt, da hatten wir eben drüber diskutiert. Ja, aber in 5 Runden ist das Schutzgebiet auch so fertig. Dann bekommen wir aber nicht sehr hohe Erträge. Hauptstadt boosten oder Grand Bullion? Kann man beides begründen. Kann man beides sagen. Dann boosten wir mal Grand Bullion. Den Hain kann man nachher kaufen mit dem Nahrung, mit dem Goldüberschuss, den wir haben. Nächste Runde wird hier rebelliert. Den parken wir. Und da können wir nachher noch einen Meckewapp hinsetzen. Den ziehen wir mal hier runter zum Reparieren. Und eine Runde weiter. Gleich wissen wir, ob hier rebelliert hat. Wenn hier rebelliert wird, und wenn wir ganz viel Glück haben und der Bevölkerungsdruck dem Komma standhalten, dann fällt dieses Diplomatenviertel an uns. Das wäre cool. Wenn das nicht klappt, also wenn nach der Rebellion es so aussieht, dass sich eher die Azteken diese Stadt schnappen. Weil wir erobern können wir sie nicht, das sind wir zu schwach. Dann brechen wir hier den Bau. Pardon. Dann brechen wir den Bau von... Hier oben, den Bau vom Handwerker ab und setzen hier ein Diplomatenviertel hin. Das war, ne? Genau, an diese Stelle.
Ansonsten läuft es ganz gut. Schutzgebiete Heine. Heine können wir uns kaufen. Wir haben zwei Karavellen. Wir erforschen den Nationalismus. Da können wir gleich die Karavellen, die wir haben, nachdem eine repariert ist und die andere daneben steht, verschmelzen zu einer Flotte. Hier waren unglaublich viele Barbarenschiffe. Vielleicht fahren wir auch einen Umweg unten rum. Vielleicht machen wir auch eine zweite Flotte. Vielleicht Freibeuter sogar. Freibeuter, die dann vielleicht auch solo losfahren können und die dann Bonusdörfer abgreifen und plündern können, falls wir noch welche entdecken. Wir haben haufenweise Allianzen zwar noch nicht. Geld sammeln wir gut, verkaufen Gunst immer an die Kanadier. Wir kommen langsam, aber wir sind natürlich auch in der Forschung noch weit zurück, aber wir arbeiten uns langsam vor.